Also nur fürs Protokoll, Ingo macht mich nervös. Ach, ich bin doch ungefährlich. Und er roastet mich hier so richtig übel. Dann roasten wir anders, weil du ja auch so aus einer ähnlichen Generation kommst wie ich. Ja. Und auf einem ähnlichen Nostalgietrip unterwegs bist wie ich. Was war das Beste an früher? Also früher ist 80er, 90er. Mhm. Und was war das Schlechteste an früher? Das Beste war, es war was Besonderes. Es war irgendwie, also bleiben wir jetzt einfach mal beim Thema Film generell. Wenn ein neuer Film rauskam, hattest du immer irgendwie das Gefühl, oh, ich erlebe hier gerade irgendwie was Eigenes, was Neues, was Tolles. Ja, überleg mal, eben 90er, da guckst du auf einmal so einen Film wie From Dusk Till Dawn und denkst so, holy... Was auch immer. Was war das denn, bitteschön? Eben. Oder vorhin hatte ich ja noch kurz, ne? Du siehst so einen Fight Club, du siehst so einen 7, du siehst Filme und die sind einfach irgendwie was völlig Besonderes. Und es war nicht so, dass du halt auf Knopfdruck auf einmal eine Auswahl von 100.000 Filmen hattest. Du hast dich irgendwie noch auf jeden Film freuen können, von dem du gehört hast, dass der mal kommt. Von dem du gewusst hast, hey, in 3 Monaten ist der in der Videothek zu leihen oder der kommt nächsten Monat ins Kino und ich gehe dann dahin, weil ich da Bock drauf habe. Und heute hast du einfach die totale Reizüberflutung. Also das war jetzt der erste Teil deiner Frage. Was war früher besonders? Was war der zweite Teil? Was war früher schlechter? Was war früher schlechter? Nix. Was war früher schlechter? Kann ich gerade irgendwie schlecht greifen? Ich weiß es nicht. Okay, schlechter war meinetwegen früher das Thema Informationsbeschaffung generell. Heutzutage kannst du dich relativ gut im Vorfeld schon über die Filme informieren. Teilweise zu gut, aber es macht ja trotzdem irgendwo Spaß, wenn du hier Häppchen aufschnappst und du weißt, oh, das ist gerade da erzählt worden, oh, da ist so ein kleines Gerücht durchgesickert. Das gab es ja früher in dieser Form nicht. Was aber andererseits oftmals zu einer positiven Überraschung geführt hat. Gut, manchmal vielleicht auch zu einer negativen, aber wie auch immer. Ich denke, ich habe Gladiator damals beispielsweise in der Sneak gesehen. Und alles, was ich über den Film wusste, ist, dass er in der aktuellen Cinema-Ausgabe für die nächste Cinema-Ausgabe angekündigt war. Achtung, Ridley Scott macht einen Gladiatorenfilm. Ja. Den ersten seit 40 Jahren. Ja. Ja. Das war alles, was ich darüber wusste. Danke, Ingo. So ähnlich ging es damals auch. Ich habe den auch gesehen. Ich wusste, die Hauptrolle spielt der Typ aus LA Confidential. Mhm. Und das war's. Genau, so ähnlich ging es mir damals auch. Und ich wusste nicht mal, dass es der von LA Confidential ist. Ich wusste nur, Ridley Scott macht einen Film. Der Typ, wo Alien gemacht hat. Eben. Wo es um Gladiatoren geht und der dann irgendwann so zu Zeiten des Römischen Reiches spielt. Mehr wusste ich auch nicht. Und du gehst ins Kino und denkst so, wow. Wow. Also deswegen, dieser Überraschungseffekt damals, der konnte gut sein, der konnte aber auch mies sein. Aber trotzdem war es ja irgendwie so dieses Spannende. Du hast nicht wirklich gewusst, was sich erwartet. Und das ist heutzutage, weißt es eigentlich fast schon. Brauchst du nur die Trailer angucken, die in den 2, 2,5 Minuten, wo sie gehen, eigentlich die ganze Geschichte erzählen. Gut, haben Trailer früher auch oft gemacht, muss man fairerweise sagen. Oder Trailer, überleg mal, Achtung, jetzt wird's Trailer Terminator 2, der dir im Grunde schon nach 18 Sekunden verraten hat, hey, Schwarzenegger ist diesmal der Gute. Das wäre doch eigentlich der Überraschungseffekt damals gewesen, wenn man das nicht im Trailer gezeigt hätte und das Publikum hätte es wirklich im Kino gesehen. Also ich habe nur den Teaser damals gesehen, in dem Schwarzenegger vom Fließband läuft. Aha, da war noch keine Wertung dabei. Genau, das war ja auch das Tolle. Es sind Trailer entstanden mit Material, was überhaupt nicht aus dem Film stammt. Geil. Richtig geil. Also es gab damals auch schon gute Trailer und schlechte Trailer. Und wie gesagt, Terminator 2 ist halt wirklich das Paradebeispiel, die dir echt... Oder, na, ums bleiben wir bei Terminator, Genesis, Film so lala... Also, ich fand ihn jetzt nicht grottenschlecht. Er war okay. Aber diesen Twist, dass hier John Connor am Ende dann doch auch nur ein Terminator ist, ach, das hätten die sich wirklich fürs Kino aufheben können. Das hätten die in den Trailer packen müssen. Anschlussfrage daran, weil es ja früher noch wirklich so war. Ich
klebe ein bekanntes Gesicht aufs Kinoposter und weiß, der Film spielt auf jeden Fall 50 Millionen ein, egal was für ein Genre, ja, egal was für eine Altersfreigabe, ja, aber ja, Stallone, mhm, Schwarzenegger, mhm, Cruise, Tom Hanks, ja, garantieren mir Superstars. So, ja, so und so viel Kino, ja, einspielen. Ja, ja, ja. Warum, ja, ja, gibt es den Kinostar so nicht mehr und wo ist der hin? Und kommt der vielleicht nochmal wieder? Ich wünsche es mir. Ich wünsche es mir tatsächlich. Wie du sagst, früher hat man wirklich so ein paar Gesichter gehabt und die haben den Film verkauft. Und heute verkauft das Franchise, hey, es kommt der neueste Marvel-Film, etc. Pipapo. Und natürlich hast du da auch ein paar bekannte Gesichter drin. Aber früher war halt wirklich der Schauspieler so eigentlich das absolute Zugpferd. Es ist schade, dass es so nicht mehr gibt. Und ich weiß nicht, warum diese Entwicklung so geworden ist. Da habe ich mich jetzt zu wenig damit befasst, aber es ist mir auch schon aufgefallen. Ja. Also der letzte, der mir noch so einfällt, ist Tom Cruise. Ja, wo genau, ich mir denke, so den Mission, genau, Impossible will ich sehen und, ja, den Top Gun will ich sehen, ja, weil ich weiß, bei, genau, Tom Cruise werde ich unterhalten. Das ist eigentlich der letzte Superstar der alten Garde. Selbst dein Held Stallone ist ins Fernsehen gewechselt oder beziehungsweise zum, mhm, Streaming, mhm, auf Paramount Plus. Ja. Ja. Ja, also ich finde es, also einerseits gut, weil also da waren auch teilweise Graupen dabei, wenn du dir den ein oder anderen John Travolta-Film in den 90ern angeschaut hast, Stichwort Battlefield Earth, oder wenn du dir, ja, Blues Brothers 2000, also der zieht jetzt auch nicht mehr die Wurst vom Tisch. Ich glaube, Blues Brothers 2000, den habe ich auch nur bis zur Hälfte geguckt oder so. Kann ich ganz schlecht dran erinnern. Das muss ich sagen, ich habe dann auch nicht bis zum Ende durchgehalten. Ja. Oder halt Stallone, Oscar, ja, vom Regen in die Traufe. Aber irgendwo steht der Erste. Irgendwo habe ich den Ersten stehen. Den habe ich mir, der ja auch noch gut war. Nein, also, ja, auch nicht. Mein allererster Stallone-Film im Kino war Stopp oder meine Mami schießt. Ich glaube, mein erster war Demolition Man. Ja. Hast du Glück gehabt im Gegensatz zu mir. Also, da war ja auch nicht alles Gold, was glänzt. Ja. Oder The Specialist. Ja. War okay. Ja, okay, aber war jetzt auch kein Brüller. Ja. Also der hätte es dann auch wirklich als TV-Premiere getan. Mhm. Nur, das, ja, also was, wo gehen Studios hin? Also ich habe mal einen Spruch gehört, dass die Leute gehen nicht mehr ins Kino wegen dem Schauspieler, sondern die gehen ins Kino wegen der Figur. Also wer Superman spielt, ist mir eigentlich eher egal. Sie wollen Superman sein. Oder wer James, okay, Bond spielt, ist mir eigentlich egal. Okay, ja, oder, ja. Ne? So. Ich verstehe, was du meinst, ja. Ja. Was halt auch, ja, wieder mit diesem Fortsetzungswahn und Remake-Wahn, ja, zu tun hat. Ja, 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 ja. Wie kommen wir aus der Nummer wieder raus? Oder will Hollywood da überhaupt? Boah, ich habe keine Ahnung, was sie wollen. Ich habe echt keine Ahnung, was sie wollen. Puh. Aber ich hoffe mal, dass sie begreifen, dass sie in Davy so weitermachen können. Film hat sich doch im Grunde genommen eigentlich, nicht seit es ihn gibt, okay, aber eigentlich die letzten Jahrzehnte immer doch irgendwo über ein Zugpferd definiert, was vorne auf dem Cover ragt. Und irgendwann war es halt nicht mehr der Stallone, irgendwann war es nicht mehr der Schwarzenegger, irgendwann war es dann halt nur noch der Iron Man oder der Captain America oder der Schlag mich tot. Wie du gerade gesagt hast, irgendwann stand halt die Figur im Vordergrund und nicht mehr der Schauspieler dahinter. Puh, wie man das wieder gedreht kriegen kann, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, schwierig. Aber ich habe zumindest das Gefühl, oder man merkt es ja, ne? Wenn man jetzt hört, ich habe den Film nicht gesehen, interessiert mich noch nicht, dass so ein Marvel auf Teufel komm raus gefloppt ist oder The Marvels, wie der Film da heißt. Oder Quantumania, um Gottes Willen, was war denn das für eine erbärmliche Scheiße? Flash. Oder Flash. Oder Indiana Jones. Wobei Flash war ja zumindest mal unterhaltsam, meinetwegen. Indiana Jones habe ich noch nicht gesehen, den gucke ich mir in ein paar Tagen an. Also hast du den neuesten Indiana Jones gesehen? Nee, weil ich nur Schlechtes darüber gehört habe, ja, und ja, gedacht, ja, habe, dafür will ich nicht 2,5 Stunden meines, ja, Lebens hergeben. Ja. Und jetzt, also halt ein 80-Jähriger, der während der Verfolgungsjagd nur noch sitzt. Ich bin trotzdem neugierig. Ich bin trotzdem neugierig. Weil er halt 80 ist, also, ja, ich kann es ja auch verstehen, das ist jetzt keine Vorhaltung gegen Harrison, ja, Ford, ja, der kann ja nichts, ja, für sein Alter. Ja. Also wenn ich mit 80 noch so aussehe wie der, habe ich alles richtig gemacht. Absolut. Nur halt, ja, mich aufs Pferd schwingen, kann ich, ja, dann wahrscheinlich auch nicht mehr. Ja. Ja. Und dann, das war wohl wieder das alte Bait and Switch. Also es wird als Indiana Jones Film verkauft, der, mhm, ist aber eigentlich nur die Nebenfigur in seinem eigenen Film. Und die Hauptfigur ist Phoebe Waller-Bridge, aus welchen Gründen auch immer. Das sind die Sachen, die ich auch gehört und gelesen habe, aber ich möchte mir halt einfach mein eigenes Bild machen. Mhm. Also
Deswegen, wie gesagt, irgendwann ein paar Tagen, wenn er auf Disney Plus läuft. Ich gucke mir an. Bin ja, ich mal gespannt. Ist mal, also, mir ist da meine Zeit zu schade für. Dann mache ich lieber was anderes. Mach ein neues YouTube-Video oder schneide dieses hier oder beides. Weil du es gerade angesprochen hast, was verbindest du damit? Puh. Hat am Anfang Spaß gemacht. Hat tatsächlich irgendwo Spaß gemacht. Also bei mir ist tatsächlich in erster Linie wegen Marvel. Ich habe die Marvel-Filme früher gern geschaut. Sie haben mich gut unterhalten, sie hatten eine anständige Geschichte. Ich fand die Figuren toll. Ob es jetzt Doctor Strange, Iron Man etc. Ich mochte die Figuren. Und deswegen das Abo, das habe ich dann irgendwann vor ein paar Jahren dann gemacht. Ja, einfach um halt auch die neuesten Marvel-Filme mal gucken zu können. Und vor allem auch, weil 20th Century Fox mit ihrem ganzen Back-Katalog dann irgendwann dabei war, wo ich dann gedacht habe, okay, da gibt es da bestimmt ein paar Filme, die Aliens, ich nicht kenne. Stehen zwar alle hier, aber piss die wandern. Ne? Gibt ja doch noch genügend Perlen, die ich vielleicht nicht im Regal stehen habe. Aber mittlerweile verbinde ich gar nichts mehr damit. Ich habe zu Disney Plus so völlig den Bezug verloren. Ich gucke tatsächlich noch am liebsten, Apple habe ich nicht, kann ich nicht davon sprechen, aber am liebsten gucke ich wirklich Amazon, weil ich dort zumindest mal das Gefühl habe, die probieren noch irgendwo innovative Geschichten zu erzählen, wenn sie was Eigenes produzieren. Aber Netflix und Disney kannst du eigentlich in der Pfeife rauchen. Das gleicht sich zu sehr. Einfach Uniform, Baukasten etc. Nichts Eigenes mehr. Und das hat Amazon, finde ich, von Anfang an besser gemacht. Die haben, nee, Netflix früher auch, aber irgendwann nicht mehr. Als sie dann irgendwann angefangen haben, auch wieder nur auf Masse zu gehen und halt einfach so ein bisschen Content statt Filme. Richtig, danke, Content statt Filme irgendwann gemacht haben, ja. Genau. Und Amazon sehe ich dann auch so ein bisschen außen vor. Die machen noch oder probieren noch ein bisschen Filme zu machen. Wobei, es wird irgendwie gefühlt auch immer weniger. Ich jetzt so sehe, so ein Candy, Cane, Lane etc. Ich habe den Film nicht gesehen und ich will ihn auch gar nicht gucken, um ehrlich zu sein. Davon gehört. Ja, ich habe auch nur davon gehört. Aber allein schon der Trailer war im Grunde genommen, wie immer, ja, ungefähr 38.000 Mal schon irgendwie was Ähnliches gesehen und es ist auch wieder nur Baukasten. Nö, ich habe keine Lust drauf. So,